Ein großes Tarp zu einem vernünftigen Preis, das man auch gut für die Hängematte benutzen kann, das schauen wir uns heute zusammen an, ob das was ist. Viel Spaß mit dem Video. Ja, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast zu meiner kleinen Review von diesem 5x5 Meter Tarp. Für die ganzen genauen Details guckt mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich euch einen Link hingepackt. Dort könnt ihr natürlich das ganze Gewicht aufs Gramm genau nachgucken, die Größenabmessung exakt nachgucken etc. etc. Als groben Überblick von mir, das hier ist ein knapp 5x5 Meter Tarp. Es ist nicht quadratisch geschnitten, das heißt die beiden Enden dort hinten, wir werden das gleich nochmal in der Großansicht uns angucken, sind etwas länger geschnitten, so wie man es manchmal von so Hängematten-Tarps ein bisschen kennt. Das Ganze kostet um die 50 Euro, ist das alles dabei, Heringe, Seile bzw. Paracord und auch noch zwei Teleskopstangen dabei. Einmal ganz kurz groß in der Nahansicht für dich, wie sieht das Ding überhaupt genau aus? Man sieht hier natürlich, dass es nicht quadratisch ist, sozusagen das Ende hier ist kürzer als die Mitte sozusagen. Das heißt, wir bekommen hier sozusagen ein bisschen freie Fläche und das passt sich dann so mit natürlich längeren Konstruktionen wie einer Hängematte besonders an. Mit die wichtigsten Sachen sind die Verarbeitungsqualität und an sich die Qualität der Materialien. Deshalb schauen wir jetzt mal in einer Nahansicht uns die bestimmten Sachen an und gucken zusammen, ob das was Vernünftiges ist. Das verwendete Paracord hat überall solche kleinen Stopper, mit denen man sozusagen selbstständig nachziehen kann. Das Paracord selber ist übrigens auch noch ein bisschen reflektierend. Da sieht man ja hier, ne, kleine weiße Reflektoren sind damit angebracht. Die zwei mitgelieferten Teleskopstangen sind relativ lang und zum Zusammenstecken haben oben, um dort Band draufzustecken, natürlich eine kleine stumpfe Spitze und unten eine abgerundete Auflegung, damit man die einfach auf den Boden stellen kann. Die Nähte sind alle einfach vertaped. Das Material an sich ist relativ unauffälliges Polyester, ist wasserdicht, aber jetzt auch nicht die Creme de la Creme der Materialien, die man verwenden könnte. Die Ecken vom Tarp sind hier nochmal so doppelt und dreifach genäht mit so einer Schlaufe, die dann hier auch nochmal einen Ring drin hat, was es natürlich deutlich robuster macht. Natürlich wird einem das Ganze nicht einfach so vor die Füße geschmissen. Es gibt drei verschiedene Packsäcke. Einmal einen relativ kleinen Packsack. Dort sind jetzt noch drei Heringe von der Konstruktion über, weil ich zwei Bäume benutzt habe und ein Hering, ja, keine Ahnung. Gute Frage, wofür man den dritten Hering gebrauchen soll. Vielleicht ist es ein Ersatzhering, der beigelegt worden ist. Vielleicht soll man damit etwas verstärken können. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall sind mehr Heringe dabei, als man braucht. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist Quatsch. Das macht natürlich Sinn, dass diese zwei Heringe noch mit dabei sind, weil so wie ich das Tarp gerade aufgebaut habe, ist eine Aufbauvariante. Es gibt aber auch noch eine zweite. Denn mit zwei Teleskopstangen, die wir natürlich so mitnehmen können, kann man auch ein freistehendes Tarp-Konstrukt hinstellen. Das ist ja relativ klar. Das heißt, wir packen in die Mitte an die äußeren Kanten auch nochmal die Stangen hin und können dann sozusagen doppelseitig abspannen. Ihr kennt das vielleicht. Das heißt, ihr habt eine Stange, oben drauf liegt das Tarp und dann wird nach zwei Seiten hin abgespannt und dann macht es natürlich auch Sinn, dass wir mehr Heringe dabei haben. Die freispannende Variante ist natürlich für Leute, die jetzt zum Beispiel in den Park gehen gedacht oder die im Garten einen kleinen Party feiern möchten. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, wie das dann steht, weil ich werde es auch so nie aufbauen. Für mich ist das ein Waldtarp, das ich über meine Hängematte spannen werde, wo ich so viele Bäume in die Bindarbeit sozusagen einbinde, wie ich nur irgendwie kann. Hier haben wir einen längeren, relativ unscheinbaren Sack. Dort kommen einfach nur die Teleskopstangen, sobald die auseinander gesteckt worden sind, hinein. Die Steckverbindungen sind in Ordnung. Ich glaube aber, dort könnte was kaputt gehen, wenn man es sehr viel, sehr rabiat benutzt. Das werde ich im Langzeittest dann natürlich erfahren und euch dann nochmal Bescheid sagen, wie sich dieses Tarp überhaupt macht, weil ich habe das erst seit kurzem. Und das Ganze kommt dann in diesen großen Packsack hinein. Und das ganze Set, das muss man schon sagen, ist natürlich durch die Teleskopstangen ein bisschen schwerer, ehrlich gesagt. Es wiegt knapp 1,1, 1,2 Kilo in dem Bereich, je nachdem, ob man Packsäcke und alle Heringe mitnimmt, beziehungsweise auch alle Schnur, weil teilweise ist das Paracord ziemlich lang. Dafür kann man natürlich auch die Teleskopstangen und andere Sachen einfach weglassen, hat dann einfach nur das Tarp und hat dann damit ja auch ein funktionierendes Tarp für einen relativ vernünftigen Preis.
Denn damit spart man sich dann natürlich Gewicht. Im Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich sagen, es kommt ziemlich drauf an, ob man diese Teleskopstangen haben möchte oder nicht. Also ich finde erstmal das Tarp, dass es für 50 Euro und dann so geschnitten relativ gut ist. Es gibt natürlich bessere Tarps, die dann aber meistens auch ein bisschen mehr kosten. Das Problem ist, dass man hier natürlich die Teleskopstangen mitkauft. Das heißt, man hat die irgendwie mit dabei, mit eingekauft. Und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten im Wald die nicht brauchen werden. Weil so wie ich das jetzt hier gerade aufgebaut habe, das heißt, dass man sozusagen vorne einen Eingang hat mit zwei Säulen, das machen die meisten und ich auch oft zum Beispiel gerne einfach mit Stöckern, mit langen Stöckern aus dem Wald. Man ist ja sowieso im Wald. Es ist allerdings so natürlich nochmal deutlich praktischer, weil die Pfosten ja auch gerade nochmal die extra Spitze haben, um damit durch die Ösen durchkommen zu können. Das ist natürlich dann schon ein bisschen angenehmer, als wenn man bei einem Tarp ein Holzstück erstmal zurechtschneiden muss und so weiter und so fort, dann schnitzen muss und dann auch richtig einpassen muss, weil da besteht dann auch oft die Gefahr, dass man natürlich irgendwas zerreißt, weil irgendwelche Splitter sich irgendwo reinbohren. Das heißt, das ist ein bisschen Abwägungssache. Ich werde es halt für sowas hier benutzen, für Bushcraft-Touren, wo ich nicht allzu lange fahren muss oder für Bushcraft-Treffen etc. Das ist aber auf jeden Fall keine Trekking-Lösung für mich, eben weil diese Teleskopstangen einfach viel zu schwer sind. Ein vernünftiges Tarp für einen vernünftigen Preis. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare rein, ob du zum Beispiel Alternativen kennst oder wie dir allgemein dieses Tarp gefällt. Das würde mich mal sehr interessieren. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Natürlich findest du auch wie immer unten in der Beschreibung weitere Videovorschläge von mir sowie Playlists. Einfach mal durchklicken. Und Links zu meiner Ausrüstung. Wenn du draufklickst, werde ich mit Provision ein bisschen beteiligt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten kannst du mich auf dem kleinen Button hier abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Dann verpasst du keine Videos mehr. Gerne auch die Glocke anschalten, dann wirst du auf jeden Fall informiert. Ich sage dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.